Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Marbella wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Die ersten, die jeden Morgen in Spanien vom Hotel zum Trainingsplatz fahren, sind die Dackel. Der mannschaftsinterne Wettbewerb vor jeder Einheit hat inzwischen Kultcharakter innerhalb des Teams und sorgt für gute Stimmung. Wir haben Tag 4 im Spaniencamp genutzt und sind mit der ersten Autobesatzung der Mannschaft, um Co-Trainer Peter Nemeth und seinen Schützling Penny, Haris und Yannick zum Trainingsplatz gefahren. Penny, du bist heute eine Maschine, oder? Natürlich, du weißt doch. Sollen wir Klimmzüge machen? Ja, das ist besser. Dann wirst du sicher nicht, wenn du 6 machst, wirst du auf keinen Fall. Kann man Klimmzüge machen? Ja. Peter. Ja, können wir besprechen, aber ist besser, wenn wir etwas draußen machen. Aber da ist auch ein Kraftraum, Peter. Ja, ich weiß, aber ist besser, vielleicht auf dem Platz etwas mit Ball zu machen. Lass Klimmzüge machen, besser. Ja, aber wieder mit Ball, das hat Penny immer Probleme. Peter, lass Klimmzüge machen. Na, aber ich dachte, die Dackel dürfen sich was aussuchen im Trainingslager. Ja, wir können besprechen. Und wir haben jetzt Klimmzüge. Ja. Warte. Do you know Pull-Ups? Pull-Ups. Ja. Like this. Pull-Ups? No. You're bad. Nein. Nein, die können Vorschläge machen, aber am Ende entscheiden wir, was wir machen. Oh, wir versuchen immer etwas mit Ball zu machen, technische Übungen, aber ja. Wie gesagt, wir machen unterschiedliche Sachen. Aber für manche ist es egal, weil die sind regelmäßig da als Dackel, oder Penny? Penny? Ja? Ich habe gesagt, egal was wir machen, manche sind immer da, weil die fahren gerne frühzeitig hin auf den Trainingsplatz und die wollen sich besser vorbereiten. Die sind einfach Profi. Du hast recht. Ja, ich hab's ein bisschen für die anderen gemacht. Ja. Die anderen haben mich gebeten, dass sie mal ein bisschen länger schlafen wollen, da habe ich mich sozusagen geopfert, aber ja, heute habe ich gesagt, es reicht und deswegen habe ich heute mal ernst gemacht. Wie glücklich warst du, dass dir es gelungen ist, das zu verhindern, dass du 4-mal in Folge Dackel geworden bist? Ja, ich habe es ja heute Morgen schon angekündigt, ne, dass ich heute ernst mache und heute kein Dackel werde und von daher habe ich das einfach so gemacht und eingehalten. Ich denke mal, das Prinzip des Dackels sollte klar sein, die schlechtesten 3 der Übung haben dann für die Woche Materialdienst. Im Trainingslager ist es so, dass es jeden Tag gespielt wird und da muss man halt dann schon vor der Mannschaft zum Trainingsplatz fahren und mit dem Peter die Sachen aufbauen. Das ist je nach Training natürlich unterschiedlich. Heute war es sehr viel, aber das haben wir gerne gemacht für die Jungs, weil wir natürlich auch eine schöne Trainingsarbeit haben wollten. 6 blaue, 6 rote. Ja. We need all of them. We have to go twice or... Steffen, du kannst auch mal anpacken, anstatt hier immer nur zu filmen. Ja, es kommt immer darauf an, was für Übungen wir im Training machen. Heute war, glaube ich, mussten wir alles raustragen, weil wir viel Passspiel gemacht haben und Koordination. Und ja, also heute war es ziemlich viel, aber wenn man Glück hat, muss man nicht so viel raustragen. Mitnehmen bitte. Wie sagt man so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und ja, ich denke, das ist also auch ein Stück weit professionell, dass man schon vor der Mannschaft da ist und alles dafür tut, hier die besten Bedingungen zu haben, dem Trainerteam zu helfen. Alles bitte hier. Ist rundum gelungen. Da haben wir noch keine Tasche. Das machen wir Stabi, ein bisschen Kraft. Dann haben wir Koordination mit Ball, dann technische Übungen, Kreis. Ja, und ein bisschen längere Lauf noch dazu im konditionellen Bereich. Hi! Ja.
Ja, ja, heute war eine ziemlich lustige Übung. Wir mussten den Ball gegen die Wand köpfen so oft wie möglich. Und ja, die haben es halt dann nicht so oft geschafft. Ja, also ich glaube, verdienter als wie die kann man kein Dackel werden. Wenn man maximal einmal den Ball gegen die Wand köpft, man muss sagen, es war viel Pech bei einigen dabei, weil die Steine nicht schön parallel übereinander gestapelt und betoniert waren, aber zumindest bei einem war es sehr verdient. Ich bin gespannt, ob er noch ein Angebot vor der Mannschaft macht, dass er das ganze Trainingslager eine Dackelstelle übernimmt, aber ja, es wird die Zeit dann zeigen. Nachdem Penny, Haris und Yannick alles aufgebaut hatten, übernahmen Eric, Kevin und Kreuz die Dackelleibchen für den kommenden Tag. Danach wurde am Sonntagvormittag auf der Anlage in Marbella trainiert. Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen der Regeneration, die Spieler individuell in der Hotelanlage verbringen konnten. Ja, wir haben hier super Bedingungen. Wir können hier in die Sauna gehen, wir können ein bisschen schwimmen, uns ausruhen, regenerieren. Und ja, ich denke, ich werde dann später mal in die Sauna gehen und ansonsten im Zimmer chillen und mich ausruhen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil es uns nichts bringt, wenn wir total überpacen und dann wie in der Hinrunde so viele verletzt haben. Von daher sollte man da schon das alles mit sehr, sehr viel Bedacht machen, was unser Trainerteam, glaube ich, auch tut. In der Hoffnung, dass wir dann auch nicht nur jetzt im Trainingslager, sondern auch im Laufe der Rückrunde mit weniger Verletzten agieren werden.